Okay, es schaut wie folgt aus. Kaum ist eine DJI Mavic 3 Pro auf dem Markt. Nichtsdestotrotz finde ich den Formfaktor dieser Drohne für das, was man bezahlt hat. Wenn man das Kameragehäuse jetzt im Detail betrachtet, könnte man schon fast sagen, okay, der Hersteller lockt mit verfälschten Produktbildern. Und vor. Und rückwärts. Okay, meine Freunde, ich habe jetzt schon mal die Kameraeinheit gelöst und auch die Schrauben hier gelockert. Und wir schauen mal in das Kameragehäuse. Hallo und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Es ist wieder zurück, das Format China in the Box. Dieses Mal mit der XKJ K6 Max. Max wegen der riesengroßen Tragetasche. Spaß beiseite, diese Drohne übertreibt komplett. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das System zusammen ausgepackt haben und damit eine Runde fliegen gehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Das Ganze habe ich auf Banggood bestellt, kam genau so ohne eine Produktverpackung an. Klar, es gab einen Versandkarton um das Ganze, aber nur diese Tasche, keine schönen Produktbildchen mit irgendwelchen technischen Daten. Derzeit ist die Drohne für 30,99 Euro mit zwei Lipos zu haben. Mit einem Lipo würde das Ganze ebenfalls im Aktionspreis 26,44 Euro kosten. Also am Preis kann man schon mal ableiten, was uns ungefähr so erwarten wird. Ich packe das Ganze mal aus. Natürlich habe ich die Drohne mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, es schaut wie folgt aus. Ein Zubehörbeutelchen. Die Drohne kommt zur Seite. Ich wollte euch ja noch mal zeigen, warum der Hersteller hier komplett übertreibt. Die Fernbedienung. Der zweite Lipo. Schon mal gut, dass bei diesem Kaufpreis eine Tragetasche beiliegt. In dem kleinen Beutel befindet sich ein Schraubendreher. Ich denke mal, um Propeller zu wechseln, die Schrauben zu lösen, zu befestigen, sowie Propellerschoner. Gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Sowie ein USB-Lader, den man natürlich benutzt, um die Lipos aufzuladen. Und das ist mal jetzt eine Überleitung. Auch nicht verkehrt, dass der Lipo, der zweite ist in der Drohne installiert, ein eigenes Gehäuse hat. Also man kann den Lipo einfach in die Drohne einschieben. Hat dann hier diese Kontaktpins, damit die Drohne mit Strom versorgt werden kann, sowie diesen USB-Anschluss hier, damit der Lipo letzten Endes aufgeladen werden kann. Soll pro Ladung um die 60 Minuten dauern und man soll hier eine maximale Flugzeit zwischen 12 und 15 Minuten bekommen. Wenn man dieser Angabe Vertrauen schenken mag, dann mit diesen beiden Lipos zwischen 24 bis 30 Minuten Flugzeit. Kommen wir mal zur Steuerung und diese sieht wie folgt aus. Super leicht, ein dünnes Plastik. Das Design sehr kantig und schaut mal, wie dick diese Steuerung ist. Also doch ein Trümmer. Die Gimbals hier aus einem Plastik. Mal schauen, wie es dann mit dem Feingefühl beim Fliegen aussieht. Wir sehen dann hier in den Schultertasten eine Taste, um die Geschwindigkeitsmodi einzustellen. Eine Landetaste, okay, hier ist so ein Home-Zeichen und eine 360-Grad-Taste. Hier muss ich noch rausfinden, was diese genau macht, aber das mit der Landetaste bitte nicht falsch verstehen. Hier ist kein GPS in der Drohne verbaut. Die Drohne merkt sich keinen Startpunkt, kommt auch nicht von alleine wieder zurück, genau zu diesem Standpunkt. Hat aber einen Gyro verbaut, hält die Position von alleine und es soll sogar Sensoren unter der Drohne geben, die beim Position halten helfen. Das natürlich bis zu einer gewissen Höhe. Wenn man zu hoch fliegt, können diese Kameras, was es letzten Endes sind, den Untergrund nicht mehr abscannen und auch keine Position berechnen. Hier gibt es noch einen weiteren Knopf, der ist interessant, denn die Drohne soll eine 360 Grad Hinderniserkennung haben, die über Infrarot realisiert worden ist. Schauen wir uns auch gleich mal an. Die Smartphone-Halterung ist sehr schwammig. Aber es gibt wohl eine Drittanbieter-App, um das Live-Bild der Drohne auf dem Smartphone anzeigen zu lassen. Da das Ganze aber über direktes Wi-Fi passiert, gibt es keinen Verstärker oder ähnliches, soll man hier Reichweiten zwischen 80 bis 100 Metern bekommen. Auf der Rückseite muss man dann feststellen, hier gibt es keinen Akku, den man austauschen kann, der auch nicht verbaut ist. Man muss hier ganz normale Batterien einlegen. So viel erstmal dazu. Die Steuerung sehen wir dann gleich beim Fliegen. Apropos Fliegen, schnappen wir uns die Drohne und jetzt versteht ihr, was ich mit diesem übertreibt komplett meine. Kaum ist eine DJI Mavic 3 Pro auf dem Markt mit der Triple-Kamera, den drei Kameraeinheiten, einem Gehäuse,
gibt es dann solche Kopien wie diese hier, die vom Design dem Original sehr ähnlich aussehen. Und das ähnlich aussehen bei einer kompakteren Drohne, versteht sich, ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Rein technisch betrachtet hat dieses System mit einer Mavic 3 Pro, die weit über 1000 Euro kostet, auch nichts gemeinsam. Nichtsdestotrotz finde ich den Formfaktor dieser Drohne für das, was man bezahlt hat, gar nicht mal verkehrt. Wir sehen, es ist eine faltbare Drohne, also man kann das Ding sehr gut mitnehmen. Zack, ist federleicht. Hier wurde natürlich auch sehr dünnes Plastik verwendet. Schaut mal, wenn ich hier drauf drücke, ja. Es ist so ein Mix aus Mavic 1 der ersten Generation und die Front dann die Mavic 3 Pro. Bam! Ich meine, hey, bei einer Drohne für den Kaufpreis dann so eine Konstruktion, das ist vollkommen okay. Man muss keine Kabel verbinden, es hängen keine Kabel raus. Das geht an dieser Stelle erstmal vollkommen klar. Mit knapp über 100 Gramm ist das Ding auch deutlich unter der 250 Gramm Marke. Wir schauen mal weiter. Ihr habt es schon gesehen, ich habe es ja eben angesprochen mit der 360 Grad Hinderniserkennung. Das wird über dieses Modul hier realisiert. Das sind einzelne Infrarotsensoren, die Hindernisse in alle Richtungen erkennen sollen. Ich hoffe sehr, dass das Ganze auch funktioniert und nicht im wahrsten Sinne des Wortes für die Drohne selbst ein technisches Hindernis darstellt, weil das Ding irgendwelche Hindernisse erkennt, die es eigentlich gar nicht gibt. Hier auf der Oberseite, da sind keine Sensoren, so ein bisschen angemutet, als hätte das System hier zwei kleine Kameras, um Hindernisse zu erkennen. Auf der Rückseite sieht das Ganze wie folgt aus. Dann hier die Motörchen mit Zahnradübersetzung, was natürlich anfälliger ist, verschleißbehaftet ist und nochmal einen Geräuschpegel beim Drehen mit sich bringt. Okay, dann drehen wir die Drohne mal auf die Unterseite und schaut mal, das sind tatsächlich zwei Kameras, wenn ich das so von außen beurteilen kann, die den Untergrund scannen und dem Piloten dabei helfen, die Drohne auf einer Stelle zu halten. Auch wenn das Ganze hier von der Auflösung und so weiter wahrscheinlich die schlechteste Qualität mit sich bringt, die es so auf dem Markt gibt, bin ich irgendwie erstaunt, dass es hier so viele unterschiedliche Sensoriken gibt. Ob es jetzt diese Infrarot-Dinger hier sind oder die zwei Kameras hier auf der Unterseite, sowie die Kameraeinheit auf der Vorderseite. Und jetzt geht mir ein Licht auf. Dieser 360-Grad-Knopf auf der Steuerung, mit dem soll man wohl die Drohne um 360 Grad, also loopmäßig, drehen lassen können. Hört sich erstmal nach Spaß an. Auf der Vorderseite dann, das hier sind keine Hindernissensoren, auch das, ich zoome mal noch ein bisschen weiter rein, ist eher eine Attrappe. Wenn ich das auf dem Produktbild richtig gesehen hatte, sollen das zwei Status-LEDs sein. Und ja, die HD-Kamera. Im Detail betrachtet sieht man, das Ganze lässt sich hier neigen. Das ist kein Drei-Achsen-Gimbal oder ähnliches. Man wird sehr verwackelte Bilder gleich sehen. Das ist auch keine Drohne, um tolle, qualitativ wertige Luftaufnahmen zu machen. Für den Preis so oder so nicht. Wenn man das Kameragehäuse jetzt im Detail betrachtet, könnte man schon fast sagen, okay, der Hersteller lockt mit verfälschten Produktbildern. Die Kameraeinheit hier auf den Produktbildern erweckt den Anschein, als wären hier hochwertige Optiken verwendet worden. Aber ihr seht das. Das sind so richtig billige HD-Kameras, irgendwie so Webcam-Niveau von 1998, jetzt mal überspitzt gesagt. Nichtsdestotrotz verspricht uns der Hersteller hier drei einzelne Sensoren. Ob das stimmt, bin ich sehr skeptisch. Zum einen, weil auch diese billigen Sensoren Geld kosten. Bei diesem Kaufpreis von 26 Euro mit einem LiPo stelle ich mir das Ganze noch nicht so wirklich vor. Zumal diese unterschiedlichen Optiken nicht wie beim Original für unterschiedliche Brennweiten sorgen. Das heißt, dass man einen optischen Zoom bekommt, um ein Objekt näher ranzuholen. Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, der Produkttext ist so ein bisschen dürftig beschrieben. Ist die eine Kamera für horizontale Standardaufnahmen da, die andere für vertikale Aufnahmen. Und mit der dritten Optik, wenn ich es richtig verstanden habe, soll man Draufsichtaufnahmen bekommen. Und ich habe schon fast das Gefühl, wenn man diese Kameraeinheit auseinanderbauen würde, dass hier im Grunde nur diese Kamera für die Bilder zuständig ist. Und das ist alles eine Attrappe. Ich kann mich natürlich täuschen, vielleicht werden wir das gleich im Flug herausfinden. Und ich habe schon Bock zu erfahren, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Gegen Ende des Videos, wenn dieses Video komplett fertig ist, gibt es noch so ein bisschen Bonus. Ich werde dieses Kameragehäuse öffnen
und dann schauen wir mal, was sich hier hinter befindet. Auch die Produktbeschreibung der Kameraeinheit so ein bisschen irreführend. Es wird von einer 4K-HD-Kamera gesprochen. Was denn jetzt, 4K oder HD? Ich gehe stark davon aus, wenn man ein Foto macht, dass dieses mit einer Breite von 4000 Pixel irgendwie hochskaliert in einer wirklich grottigen Qualität. Und das ist dann dieses besagte 4K, also 4000. Und die Videos dann in einer ganz miesen HD-Qualität. Jetzt lass mal rausgehen und das Teil hier hoffentlich live in Aktion erleben. So, meine Freunde, wir sind draußen angekommen. Dieses Mal eine neue Location hier an einem Waldfußballplatz. Die Drohne ist noch im Rucksack und schaut mal her. Jetzt sieht man noch mal so richtig, wie klein dieser Racker ist. Also das mit dem Faltdesign und dieser kompakten Größe finde ich schon mal nicht verkehrt. Fernsteuerung. Ein Lipo ist schon installiert. Drohne einschalten. Lichter blinken. Das Teil ist federleicht. Nächsten Schritt die Steuerung. Klack. Und jetzt noch hier oben schnell das Smartphone anbringen, um das Live-Bild für euch abzufilmen. Das Smartphone habe ich, glaube ich, hier irgendwo im Roller noch. Yep. Ungefähr so. Also ist schon schwammig das Ding, ne? Aber wir erinnern uns, das habe ich schon bei teureren Drohnen genauso gesehen. Ich beeile mich jetzt mal hier mit dem Fliegen. Nicht, dass die Drohne hier in der prallen Sonne zu heiß wird, denn eine aktive Kühlung haben wir hier natürlich nicht. Und jetzt noch schnell die App. Das war diese hier. HF UFO nennt sich das Ganze. Beginnen Sie zu fliegen. Also die Verbindung ist auf Anhieb schon mal da. So viel können wir der Drohne schon mal lassen. Da habe ich auch hier schon schlechtere Erfahrungen gemacht. Wir müssen jetzt nicht auf irgendein GPS-Signal warten, denn die Drohne hat ja kein GPS. Ich würde mal sagen, ich starte eine Videoaufnahme. Diese landet direkt auf dem Telefonspeicher, aber zunächst mal abchecken, wie das mit den Kameras ist. Was ist denn 30%, 60%, 100%? Das würde mich hier an dieser Stelle noch interessieren. Okay, können wir jetzt hier irgendwo noch was an der Kamera umstellen? Ja, das sieht so ein bisschen danach aus. Schauen wir mal gleich im Flug. 360 Flips können wir auch hier machen. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn hier irgendwas beschrieben worden wäre, denn die Anleitung ist auf Chinesisch. Ich muss das irgendwie rausfinden. Kann sein, dass ich gleich gar nicht zwischen den einzelnen Kameras hin und her wechseln kann. Aber ich habe euch auch versprochen, gegen Ende des Videos werden wir auch das Kameragehäuse mal öffnen und schauen, ob da tatsächlich drei Sensoren sind. Ich habe die Vermutung, dass das alles Show ist. Okay, wie aktivieren wir denn jetzt die Drohne? Normalerweise muss man ja so einen kleinen Sicherheitsgriff machen, damit man nicht aus Versehen die Drohne startet. Ich habe das System zu Hause schon mal einmal gekoppelt, um zu schauen, ist technisch alles in Ordnung und hoppala. Und mir ist aufgefallen, es gibt keine so richtige Sicherung. Aber jetzt erstmal das Video starten. Einfach hochdrücken, schon aktivieren die Motoren. Und wir fliegen mal hoch. Hui! Ich mache jetzt mal nichts. Die eiert so ein bisschen rum. Aber hält die Position. Neigt sich auch leicht nach rechts. Von rechts weht ein ganz schwacher Wind. Die Drohne ist super leicht. Hat es dann natürlich nicht allzu einfach mit Wind. Was passiert jetzt nochmal, wenn ich hier... Das ist dann die Draufsichtkamera oder was? Und nochmal hier drauf. Ändert sich gleich noch mal was? Okay, hier wechseln wir tatsächlich die Kameraansichten. Das sieht eher nach verzerrt aus, als dass da irgendwas gewechselt wird. Okay, ich lege mal ein Stückchen vor, die Drohne reagiert. Ja, um es euch mal vorzuführen, links, rechts, links, loslassen. Die Drohne hat so einen kleinen Bremsweg, fängt sich dann wieder. Ich zeige es noch mal kurz, hopp, fliegen mal hoch. Ja, das ist eher so ein schwammiges Flugverhalten, bin ich ehrlich. Aber das Ding fliegt. Fliegen hoch. Also präzise ist sie nicht unterwegs. Das liegt aber auch an diesen Plastik-Gimbals plus natürlich die Feinabstimmung an der Drohne selbst, am Flight Controller. Man merkt, das ist halt so ein Billo-Ding. Aber hey, für knapp unter 30 Euro mit einem Lipo ist das okay. Ich lasse los, die bremst ab. Also das Ding funktioniert schon mal besser als damals die Aldi-Drohne. Die fliegt auch die ganze Zeit so ein bisschen schräg, ne? So ein bisschen mit dem rechten Rotor und mit dem vorderen nach vorne gedreht. So, wow, 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 das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich hier irgendwas angehalten. Mir ist das Smartphone gerade runtergekippt. Oje, oje. Ich wollte eigentlich hier schauen mit dem Flugmodus. Ich will ein bisschen schneller unterwegs sein. So.
Ja. Zumindest kann die Kamera so ein bisschen dazu dienen, hier um bei der Orientierung zu helfen. Und das ist auch das, was ich meinte mit dieser Zahnradübersetzung. In den Motoren sind so Plastikzahnräder und die hört man natürlich auch. Diese werden sich mit der Zeit auch irgendwann abnutzen. Ja, das geht. Jetzt hat die so eine Drehung gemacht, jetzt habe ich die zu viel gelobt. Ja, aber es geht alles noch. Also, die driftet so ein bisschen länger mit. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die Hand nicht mehr an der Steuerung gehabt, die ist aber trotzdem so ein bisschen gewandert. Jetzt geht die so ein bisschen nach rechts. Ich schalte nochmal im Modus 1 drauf. Das müsste dann die dritte Geschwindigkeitsstufe sein. Nee, das ist jetzt ganz langsam. Okay, das ist voller Anschlag hier. Noch einmal. Das ist dann 2. Oder? Okay, also die ist sehr anfällig für Wind. Wird ein bisschen mitgetrieben und sobald Wind auf die Drohne trifft, wenn man zum Beispiel gegen den Wind fliegt, dann merkt man das, dann muss sie gegen ankämpfen. So, dreimal, das ist dann die dritte Geschwindigkeitsstufe, also das Maximale. Ich pez mal an uns vorbei, erstmal da hinten rausackern, von da kommt ein bisschen Wind, gedreht und jetzt mit dem Wind mitfliegen, da hat es die Drohne natürlich einfacher. Bisschen wegdrehen, Bitte aufpassen, wenn ihr so nah an Bäumen fliegt, wie ich es jetzt tue. Bei der Drohne, die hat wirklich einen langen Weg, ob es jetzt beim Steuern oder auch Abbremsen ist. Fliege auch ein bisschen höher, aber ich will es echt nicht übertreiben mit dem System. Von den technischen Gegebenheiten ist auch so das, was ich hier fliege, das, was man mit der Drohne auch letzten Endes machen sollte. Also nicht übertreiben, nicht zu hoch fliegen, nicht, dass dann irgendwann die Verbindung abreißt. Warte. Ja, also höher geht noch. Ich habe jetzt hier keine Anzeige in der App, wie hoch ich bin. Jetzt fliegt die so ein bisschen von alleine, aber davon einfach nicht beirren lassen. Das Gute an dem geringen Gewicht, wenn das Ding mal abstürzen sollte, geht am Boden, am Absturzort nicht so viel kaputt. Die Drohne wahrscheinlich schon, aber ja. Jetzt braucht ihr so ein bisschen lange, um runterzukommen. Aber das geht meistens dann im, was heißt meistens, eigentlich immer im Vorwärtsflug runterfliegen. Das geht vollkommen klar. Läuft eigentlich noch meine Displayaufnahme, das checke ich jetzt mal schnell. Ja, die läuft noch. Und ihr seht jetzt, bei einer Höhe von 10 bis 15 Metern geschätzt, hält die Drohne noch ihre Position. Also das geht vollkommen klar. Natürlich, wenn jetzt ein windiger Tag wäre, wo viel Wind durchpeitscht, dann müsste man als Drohnenpilot permanent nachkorrigieren, damit einem die Drohne nicht wegtreibt. Also so vom ersten Eindruck für das Geld vollkommen in Ordnung. Da habe ich schon bei Drohnen über 150 Euro Schlechteres erlebt. Jetzt ist die abgesoffen da unten. Warum? Habe eigentlich hochgezogen. Das war jetzt kein Pilotenfehler. Entweder die Leistung des Lipos ist schon am Ende. Schaut mal, ne? Du siehst das Ding einfach nicht mehr. So schnell wirst du dann getäuscht beim Fliegen. Ne? Ich habe das Teil hier gerade noch vor meinen Augen gehabt und jetzt sehe ich das Ding nicht mehr. Ah, hier, durch Zufall, er blickt hier. Komisch, warum ist die jetzt runtergeflogen? Also ich sehe hier jetzt in der App auch keine Akkuanzeige bewusst. Schauen wir mal, ob es der Lipo ist. Die Aufnahme vom Video stoppte auch direkt. Okay, die ist ausgegangen. Bei sowas habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass dann auf einmal doch irgendwas angeht und... Nee, ich glaube, der Lipo ist schon durch. Okay, wir waren jetzt natürlich im schnellsten Modi die ganze Zeit unterwegs. Das frisst mehr Akku als die anderen. Diese 12 bis 15 Minuten Angabe kann natürlich eine Idealangabe sein im langsamsten Modus. Naja, schauen wir, ob da noch was rauszukitzeln ist aus dem Lipo. Ja? Eigentlich habe ich sie eben angemacht. Piepst auch einmal. Schaut mal, da so ein Mini-Käfer.
Aber dann geht sie auch sofort wieder aus. Okay, dann war es der Lipo. Da muss man natürlich auch ein Gefühl dafür bekommen, wie lange das Ding dann hält letzten Endes. Wir haben ja noch den zweiten. Ich will zumindest mal schauen, ob wir einen 360-Grad-Flip hinbekommen und ob die Hinderniserkennung hier überhaupt brauchbar ist. Na ja, schauen wir mal. So, gedrückt halten. Das Ding blinkt. Wow. Also diese Halterung ist ja grottenschlecht. Was ist denn jetzt passiert? Was habe ich denn gedrückt? Ausmachen. Anmachen. Wir gehen wieder hoch. Also hier eine Sicherung einbauen, wäre nicht schlecht. So. Wie funktioniert das mit dem Flip? Okay, das war jetzt ein Fehler von meiner Seite. Ich war nicht hoch genug für das Ding. Okay, Drohne scheint noch ganz zu sein. Bei einem Flip bitte höher fliegen. Ich war dann doch noch ein bisschen zu tief unterwegs. Verbindung war erfolgreich. Man kann der Drohne schon mal lassen, dass diese bei sowas nicht kaputt gegangen ist, obwohl das Ding hier in den Steinboden geflogen ist. Auf ein neues, komm. Ja, das funktioniert. Und hoch. Die reagiert jetzt erstmal nur auf Rückwärtsfliegen. Was ist hier los? Okay, jetzt fliegt sie. Wir sind, glaube ich, im langsamen Modus. Drei, okay, deswegen ging das eben so langsam. Also der erste Modus eigentlich absolut nicht zu gebrauchen. Diesen Knopf hier, rechte Schultertaste, einmal drücken und dann mit dem rechten Steuerknüppel die Richtung, in die der Flip gemacht werden soll. Ich fliege mal ein bisschen hoch. Ein bisschen vor. Ich hoffe, kommt ein bisschen Wind, wird so mitgetrieben. Da muss man drauf aufpassen. Mal gucken, ob es in der GoPro gleich aufgenommen wird. Und vor. Ja, das geht, wenn man hoch genug ist. Okay, Spaßfaktor ist da. Kann die auch eine Rolle nach links? Ja, hey, und nach vorne. Das könnte ich die ganze Zeit machen. Ist doch cool, wenn so ein Ding solche Spielereien hat. Sehr cool. Bisschen runterfliegen. Und vor. Und rückwärts. Da kommt wieder das kleine Kind in mir durch. Aber zurück hier zum seriösen Test auf meinem YouTube-Kanal. Wie ist das hier mit der Hinderniserkennung? Ich aktiviere diese jetzt mal. Das Statuslicht in der Drohne blinkt auf. Ich will jetzt ungern auf mich zufliegen. Fliegen wir mal auf den Roller zu. Mal gucken, ob das funktioniert. Entweder das war jetzt Zufall oder ich weiß nicht. Nochmal tiefer. Also die wird jetzt auf keinen Fall von alleine ausweichen, ne? Die wird höchstens stehen bleiben. Ich drücke vor, voller Anschlag. Dritte Stufe, die fliegt langsam zu. Oh, wow, Anschlag. Also irgendwas erkennt das Ding. Also die fliegt jetzt nicht zum Roller, die fliegt eher rückwärts. Die tut sich jetzt allgemein schwer, die fliegt jetzt ganz langsam nach links. Fliegen wir mal jetzt tiefer und Richtung Roller. Anschlag. Oh, das wäre nicht gut gegangen. Wir verlassen uns nicht auf die Hinderniserkennung bei dieser günstigen Drohne. Wenn kein Wind ist, dann hält die Drohne dafür, dass kein GPS verbaut ist, ganz gut die Position. Das macht das System schon nicht verkehrt. Mit diesen zwei Tasten können wir nochmal die einzelnen Kameras wechseln, wie ihr seht. Einmal irgendwie weiter oben die Kamera, dann ist die Scheune weiter weg. So ist das Ding weiter oben und ein bisschen näher dran. Jetzt geht die Drohne auch runter. Brrr, Akku leer. Oder besser gesagt, Lipo leer. Aber gut, dass wir das mit der Kamera noch mal testen konnten. Das war der erste Flug der K6-Drohne. Also ich bin irgendwo so ein bisschen positiv überrascht, vielleicht sogar auch erleichtert. Die Drohne fliegt, lässt sich einschalten, macht genau das, was sie machen soll. Auch wenn natürlich das Flugverhalten sehr schwammig ist, die Drohne hin und wieder mal einen kleinen Aussetzer hat, weil übersteuert und so weiter. Aber für den Kaufpreis mit zwei Lipos ist das vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Dafür kann diese Drohne Flips machen auf die Kamera.
würde ich jetzt nicht viel setzen. Ihr habt ja gesehen, sehr unscharf verwaschen das Bild. Da ist es auch egal, dass drei Kameras verbaut sind. Bei dem ersten Versuch hat die Hinderniserkennung sogar meinen Roller erkannt. Die Drohne ist nicht weitergeflogen. Das fand ich jetzt sehr interessant. Aber wie ich schon vermutet hatte, wenn die Hinderniserkennung aktiviert ist, dann ist es eher so, dass diese beim Fliegen eher stört. Die Drohne so ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist, nicht genau weiß, ist das jetzt ein Hindernis oder nicht. Also auf diese Hinderniserkennung würde ich persönlich nicht viel setzen und wahrscheinlich auch immer deaktiviert lassen. So oder so bei solchen Systemen empfehle ich immer, draußen zu fliegen, wo viel Platz ist, wo keine Menschen sind, um einfach keine Gefährdung darzustellen. Denn das hier der Ersteindruck, der erste Flug. Wer weiß, vielleicht hat diese dann morgen irgendeinen Aussetzer und hört nicht mehr auf mein Kommando über die Steuerung und fliegt dann geradeaus oder was weiß ich. Und jetzt das versprochene Bonusmaterial von der Kamera. Was steckt eigentlich in dem Kameragehäuse? Okay, meine Freunde, ich habe jetzt schon mal die Kameraeinheit gelöst und auch die Schrauben hier gelockert. Und wir schauen mal in das Kameragehäuse gemeinsam rein. Und wir sehen Folgendes, auch wenn der Autofokus nicht ganz perfekt sitzt, das hier ist die Kameraeinheit, ich hatte zum Teil recht gehabt. Die eine Kamera hier ist eine Attrappe und die anderen zwei Kameras sind tatsächlich Kameras. Ganz gut auch an diesem Flachband zu erkennen, welches dann in die Drohne führt. Hier ganz gut im Detail zu erkennen, wenn man die zwei Kameramodule aus dem Kameragehäuse entfernt. So viel dazu, gut, dass wir es klargestellt haben. An dieser Stelle jetzt vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns, bis dann. Ciao!